Ja, moin moin zusammen. Ich bin heute aufgestanden. Es ist jetzt gerade irgendwie kurz nach 8 oder so. Und jetzt schaut euch das mal an. Es ist alles weiß draußen. Weil das ist ja so an sich nicht schlimm, ne? Aber ich habe Sommerreifen drauf. Das heißt, entweder schön vorsichtig fahren oder ein bisschen mit dem Heck rumspielen. Ich muss heute noch nach Oldenburg um 11, aber die Sonne scheint, das ist die Hauptsache. Ja, im Moment ist ja ein bisschen wenig, was Fotografie und so angeht. Auf meinem Kanal geht es momentan noch um die Vlogs und ums Auto überwiegend. Was natürlich nicht heißt, dass die Fotografie komplett weg ist. Eine Kamera ist schon wieder in Planung. Wenn ich jetzt aber eine Kamera hätte, es würde nichts gehen. Es ist einfach Winter, deswegen mache ich mir bei der Kamera jetzt überhaupt keinen Stress. Und ja, ich habe mega Spaß daran, diese Vlogs zu drehen. Und good morning, seid ihr startklar für die Saison? Oder habt ihr noch viel zu tun? Welches Treffen ist 2016 euer Highlight? Ja, und die Frage auch mal an euch. Seid ihr fertig für die Saison? Müsst ihr noch viel machen? Was ist das Treffen, wo ihr euch am meisten drauf freut? Wäre echt mal interessant zu wissen. Schreibt es gerne mal hier in die Kommentare. Und ja, ich bin gespannt. Oder habt ihr noch richtig Zeitdruck und müsst noch viel schaffen am Auto? Kommentiert mal fleißig. Bin echt gespannt. So, bevor ich jetzt wegfahre, muss ich erstmal noch mit reparieren. Die muss neu. Die ist nämlich kaputt. Seht ihr das? Holy shit. Kommt sowas wohl zustande? Einfach so. Ich werde Hausmeister, glaube ich. Ja, ich habe gerade getankt. Ich bin gerade auf dem Weg nach Oldenburg. 11 Uhr habe ich einen Termin. Erstmal hinkommen, um blind zu werden. Das ist echt der Wahnsinn. Zieh ich das mal rein. Stadt ist voll. Aber Parkhaus ist immer ziemlich gut hier. Kann ich immer empfehlen. Saturn Parkhaus. Kostet zwar irgendwie 1 Euro die Stunde. Aber hier parke ich gerne. Also hier stelle ich mein Auto gerne ab. Es gibt so Orte in Oldenburg, wo ich mein Auto nicht gerne abstelle. Aber dieser Platz gehört definitiv nicht dazu. Und das Geile ist, wenn man dann vorne bei Saturn da hinten wieder rauskommt, dann kann man auch, wenn man hier parkt, immer schön wieder auf sein Auto gucken. So Sympathie und so. So, geschafft. Alles erledigt in Oldenburg und natürlich mit einem kleinen Snack. Und jetzt geht's nach Hause. Ich habe ein Auto vorne abgestellt. Bei bestem Sonnenschein. Und jetzt zieht euch das mal hier schon wieder rein. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht, aber es ist Schneeregen, Hagel, Regen. Und warum soll er im Regen stehen, wenn eine Garage und zwei Carports da sind? Hagel. So, man mag es kaum glauben, jetzt habe ich hier geparkt, ja, ich bin gerade hier reingefahren. Und was ist? Die Sonne scheint. Die Wolken sind wieder schon wieder weg. Ja, ich habe letztens noch ein bisschen was gebastelt und zwar war das an dem Tag, wo ich das Auto runtergedreht habe, genau. Und zwar habe ich vom Hendrik so einen Ölkühler bekommen, aber der war ohne Sandwich-Platte und sowas. Ja, den habe ich eingebaut. Der dient aber nur der Show, also ich habe den nicht angeschlossen oder so. Ich fand den einfach von vorne so ein bisschen zu lieb, ja. MX-5 hat immer irgendwie so, die gucken immer so lieb und ich wollte irgendwas da drin haben. Ich habe damals schon bei meiner Ratte beim Polo einen Ladeluftkühler vom LT eingebaut oder vom Sprinter war der, glaube ich. Ja, sieht einfach gleich ein bisschen besser aus. Vielleicht schließe ich das Ding mal irgendwann an oder hole mir einen anderen oder whatever. Ja, sonst zum Auto habe ich noch eine kleine Idee und zwar ein Bumper-Cut. Das heißt,
hier quasi anfangen und dann hier einmal so einen Schnitt machen, dass die Stoßstange weg ist. Sieht von hinten dann ein bisschen bulliger aus. Soll zwar nicht so viel bringen, aber ich habe gelesen, dass der MX-5 so einen Fallschirmeffekt hat. Heißt, dass die Luft, die unter das Auto strömt, hinten in die Stoßstange sich fängt und dadurch das Auto ein bisschen gebremst wird. Deswegen habe ich wohl Bock auf so einen Bumpercut. Ich bin mir echt nur noch nicht ganz sicher. Wie findet ihr das? Habt ihr eventuell einen Bumpercut? Ja, eure Meinung wäre mal ganz cool. Ihr wisst ja, auf meinem Kanal, vom YouTube-Kanal, da mache ich natürlich nicht nur irgendwie Vlogs oder so. Ich habe ja auch andere Videos schon gemacht, Tutorials und sowas. Ja, ich möchte aber jetzt ein neues Video machen. Und zwar geht es um die Verifizierung. Ja, und zwar seht ihr es hier. Social Media, Facebook Verifizierung beantragen. Hat jetzt 9600 Klicks. Und das Ganze ist, wie lange ist das Ganze her? 11.01.2015. Jetzt hat es ja endlich geklappt. Es ist zwar kein blauer Haken, aber es ist ein grauer, wie ihr seht. Ja, und dazu möchte ich jetzt ein Video machen, ein Part 2 quasi. Und da stelle ich jetzt meine Kamera hier mal so auf und dann erkläre ich das Ganze. So, fertig ist das Video. Das ziehe ich jetzt von der Karte und lade das Ganze hoch. Jetzt sitze ich hier und warte, während das neue Video hochlädt. Und dann habe ich bei Facebook Folgendes entdeckt. Pass mal auf. Zum Beispiel ist hier jetzt ein Beitrag von Glidecam. Und jetzt haltet euch mal fest. Wenn man hier jetzt so rüber schwebt, dann kann man das liken. Man kann es sogar lieben. Aber ich finde es cool. Neue Sachen sind immer cool. So, ich bin nochmal auf dem Weg nach Augustin. Zum einen, weil schönes Wetter ist. Und zum anderen, weil ich nochmal bei Hendrik schauen möchte. Ihr wisst ja, er hat sich ja von seinem Mazda MX-5 getrennt, um sich einen Eclipse zu kaufen. Und sich dann innerhalb einer Woche einen Audi 90 Coupé zu kaufen, den ihr ja auch schon gesehen habt. Ja, der Audi, der war ohne TÜV, deswegen habe ich ihn ja noch schnell für ihn angemeldet, damit er damit auch fahren kann, zur Werkstatt und so weiter. Ja, jetzt hat er TÜV seit Montag und ja, er hat natürlich direkt die Felgen drauf, Rock B1 sind das, glaube ich, ja, ich meine wohl. Ja, und ja, das möchte ich mir nochmal anschauen, das Ganze, weil ich finde Audi 90 eigentlich schon recht geil. Ja, schauen wir mal, ne? Mag ich wohl.